Ja, wenn man mit manchen BIM-Koordinatoren oder BIM-Managern spricht, dann komme ich mir oft so vor, genauso wie gerade in diesem WhatsApp-Chat. Was meine ich damit? Man stellt sich einfach zum Beispiel ein Fertigteilprojekt vor und man hat, sagen wir mal, 50 Sandwich-Wände, die man hart modelliert hat, mit Einbauteilen bestückt und so weiter und so fort. Und es kommt eine Änderung, dass sich jeder Achsabstand geändert hat. So, und jetzt müsste ich ja theoretisch hergehen und 50 mal die Wände mit Punkt modifizieren anpassen, die Transportanker wieder verschieben, vielleicht die Dämmung irgendwie anders ausschneiden und. Und das müsste ich jetzt 50 mal wiederholen, den Prozess. Oder ich lösche 49 Stück, modelliere eine Wand neu, kopiere diese dann 49 Mal und habe mir halt ein paar Stunden Zeit und Arbeit gespart. Das Problem ist dann dabei, dass jede Wand davor eine zugesprochene ID bekommen hat, eine GUID. Und wenn die verändert wird, dann schimpft der BIM-Manager, weil der sagt: Hey, Moment, die Wand hast, die darfst du ja nicht löschen und nicht eine neue erzeugen. Es ist ja nicht jetzt eine gelöscht worden und eine neu erzeugt worden, sondern es wurde nur eine verändert. Diesen Prozess möchte ich euch kurz vorher erklären, wie der zusammenhängt. Und dann möchte ich dazu noch sagen: Bleibt so lange in der GUID, wie ihr könnt. Und wenn es nicht mehr geht, dann lasst es einfach. Weil wenn jemand nicht versteht, oh, es sind auf einmal 49 Wände gelöscht worden und 49 neue sind dazugekommen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was jetzt passiert ist, dann tut mir leid, dann wird der BIM-Prozess nach einer Regel gelebt, die uns ausbremst, anstatt dass sie uns hilft. Und da bin ich einfach dagegen. Da steige ich aus. Da mache ich nicht mit. Ja, aber dieses GUID-Thema erkläre ich mal kurz und dann geht's zum Revisionsvergleich, denn das sollte man vorher wissen, gell? Also, bis gleich. Schritt 1: Wir machen erstmal die GUID sichtbar für unsere Objekte, damit wir das Verständnis besser hervorheben können. Die GUID ist in den Attributen versteckt oder gekennzeichnet. Wir können zum Beispiel über Attribute modifizieren, einfach mal auf so eine Stütze klicken. Dann klappe ich, naja, komm, wir lassen es offen. Hier sehen wir IFC-ID, das ist die GUID und hier können wir herauslesen, welche ID sie hat, ne? Und die möchten wir jetzt aber vielleicht besser sichtbar machen. Am besten geht das über ein Beschriftungsbild, das müssen wir uns aber erstmal erzeugen. Mit der mittleren Maustaste schiebe ich jetzt einfach mal mein Modell ein bisschen zur Seite, damit ich hier schön Platz für euch habe. Sucht euch mit der Lupe den Befehl Beschriftungsbild. Klickt so lange durch, bis nur Beschriftungsbild dasteht. Ihr könnt euch das Ganze in der Actionbar anzeigen lassen, das ist bei mir hier, oder hier auch ausführen. Wenn ihr das Ganze kontrolliert habt, dann könnt ihr das Ganze auch wieder schließen. Ich führe das Ganze jetzt hier aus. Wir haben hier die Möglichkeiten, Beschriftungsbilder vorhandene zu modifizieren oder einzulesen oder neue Formeln zu erstellen und genau das machen wir auch. Wir klicken hier drauf, einmal hier in das Feld rein und dann auf Attribut. Wir suchen hier IFC ID und klicken diese IFC ID an und machen jetzt einen Doppelklick. Wenn wir das tun, dann erscheint hier ein Add-Zeichen vor und dahinter hinter dieser Formel. Und hier unten sehen wir auch die zugehörige Nummer dieses Attributs. Wir sagen einfach okay, haben jetzt die Möglichkeit, unser Beschriftungsbild so groß oder klein anzupassen, wie wir denn möchten. Da die GUID immer ziemlich lang ist mit ziemlich vielen Zahlen, möchte ich sogar noch etwas erstellen. Ich möchte einen Zweizeiler draus machen. Das heißt, ich gehe nochmal in die Info rein, klicke hier drauf. Mit POS 1 der Taste komme ich an den Anfang. Und ich schreibe jetzt hier MID. Dann mache ich ein Klammer auf, gehe mit der Taste Ende an das Ende des Befehls, mache jetzt einen Strichpunkt und wir sehen schon in der Infobox, was uns erwartet. Nach MID kommt der Text ist bei uns das Attribut IFC-ID, dann die Startposition, das wird bei uns die Position 1 sein und dann wie lang die ID denn sein soll. Ich mache jetzt hier mal einen Strichpunkt und sage Startposition ist 1, nochmal Strichpunkt und eine 10 und Klammer zu. Okay, das Ganze setze ich jetzt hier ab. Ich darf jetzt hier die Formel benennen. Ich mache immer gern ein Hashtag, damit ich weiß, das ist eine Formel und sage IFC-ID
1 bis 10. Wunderbar. Diese Formel kann ich jetzt einfach kopieren und hier unten nochmal einfügen in der Nähe. Escape wieder, mache einen Doppelklick unten rein und sage Info. Ach so, wie lang ist denn eigentlich so eine ID? Schauen wir mal ganz kurz. Wieder in so eine Stütze rein. Wie viele Zeichen haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, dann wissen wir gleich, was wir hier machen. Wir machen hier eine 11 draus. Wir benennen das Ganze noch um mit Rechtsklick Text modifizieren. Und mit Doppel-Linksklick, passen wir jetzt hier das Ganze an und machen hier die Startnummer 12 bis 22. Okay, Rechtsklick, wieder Rechtsklick, Text modifizieren, 12 bis 22. Übrigens, wie dieser Text jetzt hier heißt, der hier abgebildet ist, ist völlig egal. Das dient nur zu eurer Orientierung, was der Inhalt davon ist. Genau. Jetzt haben wir einmal die ID. Wenn wir was beschriften, bekommen wir die ID von diesem Objekt. Jetzt gibt es aber wieder diesen Sonderfall von Wänden. Die bestehen nicht nur aus dem Objekt selber, sondern noch aus einzelnen Schichten. Die einzelnen Schichten bekommen wir genau mit diesem Beschriftungsbild heraus. Also die Tragschicht oder die Dämmungsschicht können wir beide einzeln beschriften. Aber auf BIM Plus, Solibri und sonstiges wird meist die Gesamt-ID von der Gesamtwand ausgewertet. Das heißt, die wollen wir vielleicht auch haben. Wir kopieren uns das Ganze jetzt, also beide Beschriftungen, setzen die nochmal ab, escapen. Ich gehe in das obere rein. Gehe auf Info, wieder einen Klick rein, Position 1, ich schreibe dazu hier Parent, Klammer auf, gehe bis zum Add-Zeichen, also nach dem Add-Zeichen und mache Klammer zu und sage OK. Jetzt habe ich ein Parent gesetzt, Parent heißt ja erwachsen, oder? Ja, oder nein, Eltern. Genau, der Elternteil. Also die Kinder sind sozusagen die Dämmung und die Tragschicht und die Eltern ist sozusagen die Gesamthülle. Okay, gut. Jetzt machen wir hier wieder einen Doppel-Linksklick hier noch rein, Info. Und wir setzen hier wieder vor dem Add ein Parent ein, Klammer auf und nach dem Add-Zeichen ein Klammer zu. Wir bestätigen einmal mit OK, rechte Maustaste und haben jetzt hier zwei verschiedene Beschriftungsbilder. Einmal für die einzelnen Schichten und einmal für die Gesamtwand. Dann wollen wir das Ganze noch abspeichern. Wir gehen wieder auf Beschriftungsbild, definieren eine Folie. Wir markieren uns hier diese zwei Zeilen. Links oben lasse ich das Ganze einhaken, das ist mein Referenzpunkt und klicke nochmal links. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das Ganze irgendwo abzuspeichern. Ich empfehle hier auf Privat zu gehen, damit ihr den Bürostandard von euch nicht zumüllt. Außer dieses GUID-Thema geht bei euch mehreren Leuten was an. Aber meistens ist es halt so, einer in der Firma kennt sich aus und der Rest interessiert sich nicht dafür. Deswegen sage ich jetzt einfach mal hier Privat. Ich habe hier schon eine Datei angelegt, da ich natürlich die GUID schon länger teste. Und deswegen überspeichere ich jetzt einfach mal hier die GUID-Objekte bei mir, oder ich sage jetzt mal Schichten und Objekte. Der Name ist auch egal, Hauptsache ihr könnt euch daran orientieren und dann sage ich okay. Ich möchte den ersetzen und sage ja. Ich definiere noch das zweite hier und gehe hier auf die Gesamtwand. Der Name passt und sage wieder okay, okay. Jetzt ist es möglich, diese Beschriftungsbilder oder diese Formeln zu löschen. Ich lasse mir hier wieder alles anzeigen und jetzt können wir das Ganze beschriften. Dazu nehmen wir den Befehl beschriften. Wenn ihr den wieder nicht findet, einfach mit der Lupe suchen. Und jetzt kann ich zum Beispiel mit der Stütze anfangen. Habe jetzt das Objekt markiert, mache einen Rechtsklick und kann hier in der Mitte das Beschriftungsbild auswählen und klicke hier einmal rein. Ich wähle hier auf Privat, IFC Guide, GUID und
wenn, sehe jetzt hier schon in der Vorschau, was passieren wird. Wenn ich auf Gesamtwand gehe, ist hier alles leer. Denn die Stütze hat kein Parent. Also es hat, eine Stütze ist ein Waisenkind. Und deswegen gehen wir hier auf GUID Schichten und Objekte und sagen, okay, und jetzt können wir das Ganze hier einfach beschriften. Das können wir jetzt eigentlich für jedes Objekt tun. Man könnte das Ganze auch so machen, dass man alles markiert. Rechtsklick und dann auf Go. Und jetzt haben wir alles beschriftet. Wir müssten aber jetzt nochmal alles sauber hinschieben. Ich mache nochmal mit der Taste Steuerung und Z alles rückgängig, denn ich beschrifte das schön gemütlich durch und durch. Das heißt, ich gehe hierher und hole mir jetzt einfach die einzelnen Schichten. Die Schichten setze ich jetzt immer unterhalb ab. Das merken wir uns. Tragschicht, die Dämmschicht. Und hier kann ich einfach auf vertikal gehen und kann das Ganze auch vertikal noch beschriften. Ja, und jetzt geht es zur Gesamtwand. Ich klicke einen Teil der Gesamtwand an, mache einen Rechtsklick und wechsle hier das Beschriftungsbild auf Gesamtwand. Und jetzt sehen wir natürlich den Unterschied. Wir haben hier drei GUIDs für diese Wand. Die zwei Schichten und einmal die Gesamtwand. Hier ist es so, auch die nur eine Schicht besitzen, haben dennoch eine Gesamtwand. Das heißt, jede einzelne Schicht hat auch, besitzt auch eine Gesamtwand. Wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir sogar die Farbe geändert von Gesamtwand, damit wir optisch unterscheiden können, wie das Beschriftungsbild hier, also was die Gesamtwand betrifft und was nicht. Das ändern wir jetzt einfach kurz ab, indem dass wir das Beschriftungsbild nochmal auslösen. Wir gehen auf Lesen, suchen uns privat hier die Gesamtwand, sagen wir okay. Wir markieren uns das Ganze. Holen uns die Eigenschaftspalette. Ja, wir haben sowieso einen komischen Layer gewählt. Sei jetzt mal egal. Farbe deaktivieren und wir setzen das Ganze mal auf Blau. Wir speichern das Ganze neu ab. Beschriftungsbild, Dev, Full. Wir markieren uns das Ganze links oben ins Eck rein und können hier auf Gesamtwand gehen. Okay. Ersetzen. Ja. Yep. Löschen das Ganze wieder raus und jetzt gibt es den Befehl Beschriftungsbild tauschen. Dazu klicken wir ein Beschriftungsbild an und jetzt können wir noch weitere anklicken. Das heißt einmal hier haben wir es sogar vergessen, hier und hier und dann mit diesem Beschriftungsbild austauschen und anwenden. Und jetzt sehen wir das Ganze in Blau. Die eine Wand, welche war es denn jetzt? Ach, hier ist sie doch. Also nochmal tauschen. Do, anwenden. So. Na, hier war's. Gut. Jetzt haben wir das Ganze sichtbar gemacht. Der nächste Schritt ist, wir jagen das Ganze zu BIM Plus hoch und schauen, was passiert. Dabei müssen wir uns in Allplan Connect anmelden. Das geht hier über diesen Login. Dann öffnet sich der Browser. Dort sind meine Daten schon eingegeben. Wie gesagt, das sind eure Daten, die ihr auch für Allplan Connect nutzt. Wenn ihr die nicht zur Hand habt, dann fragt mal euren Administrator. Ja, ich melde mich jetzt per Klick an und jetzt wird hier auch gleich mein Name erscheinen und jetzt weiß ich bin online, ich bin verbunden. Allplan ist connected with my account. Dann können wir das Ganze über zwei Möglichkeiten exportieren. Entweder Datei exportieren BIM Plus, das ist der erste Step, oder wir können das Ganze auch als IFC-Modell exportieren. Der erste Step ist, wir machen das genau über Modell nach BIM Plus hochladen. Jetzt wird unser BIM Plus aufgerufen. Es gibt in jedem Ingenieurbüro meist nur ein Team. Um die Teams anzulegen und BIM Plus richtig anzulegen, sage ich jetzt mal,
braucht es am Anfang ein bisschen Zeit und Können und man muss wissen, was man macht. Wenn ihr davon gar keine Ahnung habt und noch nie ein Team eingerichtet habt, dann ist meine Empfehlung, dass ihr die CS Concept anruft. Am besten kommt ihr dann bei der Stefanie Schneider raus. Die kann euch das BIM Plus einrichten und zeigt euch noch, was alles in BIM Plus für eine Power steckt, ohne dass ihr selber nachforsten müsstet, ohne dass ihr ständig, ohne dass ihr überhaupt wisst, was BIM Plus überhaupt für ein mächtiges Tool ist. Sie wird euch da innerhalb von 2 Schulstunden aufklären. Absolute Empfehlung meinerseits. Ansonsten für jeden, der schon ein Team hat, der kann jetzt hier ein Modell auswählen und klickt hier auf Plus. Ich sage jetzt hier, passt, der Name Altplan-Revisionsvergleich ist okay. In der Zeit, wo ich das Ganze hier anlege, könnt ihr mal das Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. So, mein Modell heißt jetzt einfach TWP vom Tragwerksplaner. Ich sag mal Upload. In der Zeit öffne ich meinen Browser und logge mich auf BIM Plus ein. Einfach mal googeln danach. Danach schaut das Ganze so aus. Ha, ich muss mich sowieso nochmal neu anmelden und bin jetzt hier. Hier ist der Home-Button. Ich gehe auf Projekt öffnen. Das ist wie die Projektverwaltung in Allplan und habe jetzt hier die Möglichkeit, eines meiner Projekte auszuwählen. Hier ist auch gleich das Allplan-Revisionsvergleich. Wir könnten jetzt da Bilder und sonst irgendwas anfügen, aber um das soll es ja gar nicht gehen. Ich gehe hier einmal rein per Doppelklick. Und wie Sie sehen, sehen Sie erstmal nichts. Das verwirrt die meisten Leute, denn zuerst muss ich mein Modell der Wahl auswählen. Jetzt gibt es aber nur ein Modell vom Tragwerksplaner, aber stellt euch vor, es gibt noch eins vom HLSler, vom Architekten und so weiter und so fort. Und dann vielleicht noch von externen Elektriker. Dann möchte man nicht jedes Modell laden, dann würde die Performance darunter leiden. Deshalb einmal hier auf das Auge klicken und schon ist alles sichtbar. Ich ändere hier noch die Kameraeinstellung, die Ansicht wählen und wir nehmen hier die Draufsicht. Und schon sehen wir das Ganze von oben. Diese Paletten kann man auch verschieben. Genau. Und wir klicken jetzt einmal unsere Gesamtwand hier an und haben hier so ein Eigenschaftsfenster, so wie man es in Allplan gewöhnt ist. Unter Objekteigenschaften, Element, finden wir jetzt die IFC-ID hier. Und diese sollte identisch sein mit der in Allplan. Um das zu prüfen, splitte ich einfach mal den Bildschirm. Das geht auch mit großen Bildschirmen. Ihr könnt jederzeit jedes Fenster, egal ob es Allplan oder Word, Excel oder sonst was ist, einfach verschieben an der Leiste und dann an eine Ecke bringen. Und schon könnt ihr das Ganze aufteilen. So, jetzt sehen wir hier links unsere Wand, unsere markierte mit 17WK. Fängt das Ganze an. Und wir sehen auch hier 17WK. Das ist unsere Gesamtwand. Wir könnten jetzt noch zoomen, finden wir hier noch die einzelnen Wand-IDs. Das ist die Allright-Bauteil-ID, die hat nichts damit zu tun. Und wie wir sehen, finden wir diese nicht. Wir sehen nur die ID von der Gesamtwand. Okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir irgendetwas ändern? Wir machen eine Revision. Wir verschieben jetzt einfach mal 2 Stützen. Wir merken uns die IDs, ob sie die verändern. Wir gehen einen Meter nach unten und die IDs bleiben gleich. Wir exportieren das Ganze wieder. Wir erstellen eine neue Revision und schreiben hier rein. 2 Stützen verschoben. Upload. Das dauert jetzt natürlich einen Moment. Und dazu klicke ich einmal den Home-Button, gehe nochmal ins Projekt mit einem Doppelklick rein. Dürfte schon hochgeladen sein, denn so viel ist ja nicht passiert. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier auf diesen Zeiger zu gehen oder auf dieses Symbol.
und kann die Revision 1 ansehen. Aha, interessant. Und die Revision 2. Ich hoffe, man erkennt es. Ja, man sieht hier die Verschiebung der Stützen. Um das Ganze kontrollieren zu können, können wir hier auf dieses Symbol klicken. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, könnt ihr das überhaupt anklicken? Wenn ihr eine Subscription-Version habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall. Aber ihr müsst das vorher erst aktivieren. Das BIM Plus Professional muss man aktivieren. Auch hier empfehle ich wieder einfach bei der CS Concept durchklingeln und die Stefanie Schneider verlangen. Die hilft euch dabei, dann habt ihr alle Funktionen, die hier auf dem Panel stehen. Also, und wenn ihr das dann gemacht habt, dann klicken wir hier auf Revisionsvergleich. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, die neueste Revision, sehen wir jetzt hier, mit einer anderen Revision zu vergleichen. Hier Revision 1. Wir erstellen das Ganze und lassen uns jetzt anzeigen, aha, wir haben geänderte Objekte, in der Klammer steht 2, also 2 Objekte haben sich geändert. Wir können jetzt hier auf die Augen klicken, damit wir sehen, in der Revision 1 findet das Ganze statt. Und da mich jetzt diese Palette stört, klicke ich einfach einmal hier drauf, dann wird das Ganze eingeklappt. Ich zoome mal ran und jetzt wird mir die Revision 1 in blau markiert. Ich kann das Ganze auch wieder deaktivieren und in der Revision 2 anzeigen lassen. Das Tolle ist, dass auch farblich ein Unterschied ist und es ist trotzdem beides blau. Ich finde das wirklich toll. Jetzt weiß ich, okay, diese Stützen waren erst da und haben sie da noch verschoben. Okay, verschieben funktioniert. Was ist jetzt, wenn ich hier diese Wand einfach verkürze, von hier nach hier? Wir machen dasselbe Spielchen nochmal und exportieren das Ganze auf BIM Plus. Wir machen eine neue Revision und schreiben Wand gekürzt. Wahnsinn. Aus mir wird echt mal ein Philosoph. Da wir das Ganze wieder reaktivieren oder wieder herstellen müssen, warten wir kurz diesen Ladebildschirm ab. Gehe hier gleich auf den Home-Button und das Ganze ist geschehen. Auf meinem anderen Bildschirm wurde eine Information angezeigt. So, ich gehe wieder mit Doppelklick rein in das Modell. Klicke wieder hier drauf, weil mich das stört. Und sehe jetzt hier, okay, die Wand hat sich verkürzt. Auch hier kann ich wieder den Revisionsvergleich machen. Die aktuellste Version ist Revision 3. Ich kann das mit Revision 1 zum Beispiel vergleichen. Erstellen. Was hat sich seitdem geändert? Geänderte Objekte sehe ich jetzt alle. Von der Revision 1 bis zur Revision 3. Natürlich überlappt das Ganze hier. Ich kann das auch mit Revision 2 nur machen. Und schon werden die Stützen nicht mehr mit angegeben, denn diese haben sich seit Version 2 zu 3 nicht verändert. Das ist das Objekt, das sich geändert hat. Und wie gesagt, das orientiert sich immer an dieser GUID. Problematischer wird es, wenn wir das Ganze einfach alles mit Steuerung Cäsar kopieren würden und in ein anderes Teilbild exportieren. Ich gehe jetzt einfach mal, ja gut, ins Obergeschoss ist Schwachsinn, weil da dieselbe Höhe ist. Ich gehe jetzt einfach ins Teilbild Treppe, das hat dieselben Ebenen. Steuerung Alt V. Und wir sehen jetzt schon, wenn wir uns das gemerkt haben, haben wir andere GUIDs. Wenn ich das jetzt hochladen würde, hätte sich jedes Objekt geändert. Das wollen wir natürlich vermeiden, deswegen Steuerung Z. Mache ich alles wieder rückgängig. Ich gehe wieder meinen EG-Grundriss rein. Genau hier ist wieder die 1.7W. Das passt. Ja, was ist jetzt, wenn wir was löschen? Wir löschen jetzt einfach mal diese Stütze heraus. Und diese Stütze kopieren wir an einer ähnlichen Stelle wie gerade. 2 Meter. Wir jagen das Ganze wieder hoch auf BIM Plus. Und wie gesagt, durch das Löschen hat sich jetzt hier eine GUID verabschiedet und durch das Kopieren ist eine neue hinzugekommen. So weiß das System, ob etwas Neues oder alt oder verschoben oder sonst irgendwas verändert. Durch die Koordinaten, durch die Abmessungen weiß das dann das System. Wir sagen jetzt hier neue Revision erstellen. Wir sagen Stütze kopiert, Stütze gelöscht. Wir uploaden wieder
Und ich habe wieder eine Nachricht auf dem anderen Bildschirm erhalten. Das heißt, ich gehe wieder auf den Home-Button, wieder Doppelklick rein und normalerweise dürfte das Ganze wieder aktualisiert sein. So, wir erkennen jetzt aber fast keinen Unterschied, da die Stütze in relativ ähnlicher Nähe war wie gerade die andere Stütze. Deswegen wieder Revisionsvergleich. Revision 4 zu 3 erstellen. Was hat sich geändert? Ah, jetzt sehen wir auf einmal nicht mehr blaue Markierungen, sondern gelb und grüne. Gelöschte Objekte bitte mal anzeigen. Die gibt es nur sichtbar in der Revision 3, weil die in der Revision 4 gar nicht mehr stattgefunden hat. Und das neue Objekt kann nur in der Revision 4 angezeigt werden, da es in der Revision 3 noch gar nicht vorhanden war. Und so können wir jetzt immer die Objekte sehen, was neu, was verändert wurde und was gelöscht wurde. Wir können das Ganze jetzt auch mit der Revision 1 einmal vergleichen. Wir erstellen das Ganze nochmal. Und können uns das Geänderte anzeigen lassen. Ja, natürlich könnt ihr auch aufklappen und könnt dann schauen, okay, nach den Eigenschaften, was ist es denn, um welches Bauteil handelt es sich? Und genau. Ja, jetzt stellt sich noch eine Frage. Kann ich jetzt die GUID einzelner Wandschichten auf BIM Plus lesen oder nicht? Wir testen das Ganze mal, indem dass wir eine IFC erstellen und diese aufbrechen in einzelne Wandschichten. Ich zeige euch, wie es geht. Dazu verwenden wir jetzt einen anderen Export, nämlich die Variante über die IFC. Dazu gehen wir auf Datei. Und wenn ihr natürlich Datei gar nicht angezeigt bekommt, dann könnt ihr auch hier oben gehen. Aber ich empfehle es, dass ihr diese Leiste mit angezeigt haben solltet. Falls nicht, hier auf dieses kleine Pfeilsymbol gehen und hier Menüleiste einblenden bei euch dann klicken. Dann erscheint diese Zeile. So, dann gehen wir gemeinsam auf Datei exportieren und dann über IFC-Daten exportieren. Jetzt können wir erstmal unseren Dateipfad auswählen. Da ist ein Download-Pfad. Ich erzeuge einen neuen. Den nenne ich einfach mal Liken mit kleinen Smiley-Hinweis für euch, was ihr jetzt tun könnt, während ich mich 10-mal verschreibe. Und natürlich solltet ihr den Kanal jetzt endlich abonnieren. Wir nennen das Ganze auch, wie viele Revisionen hatten wir denn? Wir hatten schon 4, also nennen wir das Ganze Rev 5. Aber bevor wir jetzt auf OK klicken, gehen wir erstmal in die Einstellungen rein. Wir schauen jetzt nach unserem Austauschprofil. Ich gehe hier einfach mal auf IFC 4 Standard Export. Dann auf erweiterte Optionen. Hier mehrschichtige Bauteile auftrennen. Die Wand möchte ich auftrennen. Und eine Gruppierung möchte ich unterdrücken oder nicht. Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal Ja. Damit dürfte eigentlich die GUID hier verloren gehen. Ah, wir machen mal nur nicht. Wir machen es mal noch nicht. Das machen wir erst im nächsten Step. Okay. Jetzt haben wir das Ganze exportiert. Selbiges tun wir jetzt nochmal. Nur jetzt unterdrücken wir das Ganze. Wir können jetzt hier auf Rev 6 gleich gehen. Einstellungen. Wieder hier IFC Standard Export. Erweiterte Option, mehrschichtige Bauteile, bla bla bla. Gruppierung unterdrücken. Jetzt nochmal okay. Und super. Jetzt können wir hier wieder auf BIM Plus gehen, auf diesen Home-Button. Jetzt müssen wir diese Modelle einfügen. Dazu gehen wir auf Modelle. Da wir jetzt nicht zusätzliche Modelle hinzufügen wollen, was wir über diesen Button hier machen können, wir wollen Revisionen einfügen. Ich maximiere mal nochmal BIM Plus. Wir können uns hier auch die Anzeigeoptionen verändern und dieses Eigenschaftsfenster anzeigen lassen. Hier sehen wir zum Beispiel, was wir angeben können, wie das Level of Development oder Level of Detail. Genau, und so weiter und so fort. Über die drei Punkte können wir jetzt eine Revision hinzufügen. Also hier Update, neue Revision. Und wir gehen in den Ordner Liken. Solltet ihr jetzt echt gemacht haben, Revision 5 öffnen. Und jetzt können wir hier wieder etwas hinzufügen, was hier erneuert wurde. Wir schreiben hier rein, eine neue Revision erstellen.
Und ich sage, das ist Wandschichten getrennt. Aktualisieren. Dann ist es durchgerattert und wir machen nochmal eine Revision, sobald das hier erfolgreich wurde. Update, neue Revision, Revision 6. Neue Revision erstellen. Einzelne Wandschichten unterdrückt. Aktualisieren. Wir wechseln wieder in unser Projekt. BIM Plus, hier Doppelklick drauf. Und jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen den einzelnen Revisionen. Revision 5 ist schon hier. Revision 6 mag noch nicht ganz. Okay, dann gehen wir halt auf die Revision 5 ein. Und die ist jetzt hier aktuell ausgewählt. Und die können wir jetzt zum Beispiel vergleichen mit Revision 4. Erstellen. Was hat sich geändert? Und jetzt kommt hier geänderte Eigenschaften. Na, was ist denn da? Geänderte Eigenschaften und geänderte Objekte. Wir klicken uns einmal uns so eine Wand an. Wir sehen jetzt hier wieder unsere ganzen Attribute. Ich vergröße mal hier dieses Eigenschaftsfenster. Und wie ihr seht, habe ich jetzt Probleme, diese IFC-ID zu finden. Was ist mit der Revision 6? Ist die schon angekommen? Wir refreshen nochmal. Ah, die mag gar nicht ankommen. Dann müssen wir sie vielleicht nochmal neu hinzufügen. Hier können wir durchtippen. Revision 6. Ich will es aber jetzt nicht löschen. Wir gehen wieder hier rein in das Modell. Hoffen wir jetzt einfach, dass das geklappt hat. Aha. Mag es gar nicht anzeigen, wenn ich diese einzelnen Sachen unterdrückt habe. Es kann aber jetzt natürlich auch am Export liegen. Deswegen noch einmal hier exportieren. IFC-Daten, Einstellungen. Wir nennen das Ganze jetzt die Revision 8 und sagen nochmal okay. BIM Plus nochmal aktivieren. Modelle. Update. Revision 8. Ref 8. Neue Revision erstellen, das habe ich vorhin vergessen. Okay. Das ist mal wie man mit Kopf dabei sein muss. Ne? Ich mache jetzt einen Doppelklick hier drauf. Revision 5 klappt. Revision 8 mag nicht. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob das nicht geht, weil ich das eingestellt habe. Aber die Revision 6 ist jetzt auch abhanden gekommen. Na wunderbar. Dann dürfen wir das anscheinend nicht machen auf BIM Plus mit dem Export. Again, what learned. Für die Vorschau zum nächsten Mal werde ich euch zeigen, wie ihr so einen Plan in euren Schnitt einfügen könnt auf BIM Plus. Dann schaut das Ganze so cool bemaßt aus. Und dazu könnt ihr auch Schnitte anlegen. Alles detailliert beim nächsten Mal. Also wirklich den Kanal abonnieren. Und die Glocke aktivieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Servus, ciao, euer Peter.
Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.